So, H6, aha, heißt der. Aber spiele ich jetzt nicht. Was kann man denn mal spielen? Ich hatte gerade eigentlich eine, naja, weiß ich nicht, ob ich gut stand. Aber ich versuche nochmal hier diesen Pseudo-Philidor. Ich nehme schon wieder weg. Check. Ja, es ist verblüffend, wie viele das spielen, obwohl es echt überhaupt nichts bringt. F4, ich glaube, der ist sogar schlecht. Aber naja, ich weiß nicht so genau warum. Vermute wegen Läufer B4. Naja, schlecht mag übertrieben sein, aber kann sein, das bringt zumindest nichts. Aber ich weiß es auch wirklich nicht mehr. Ich habe irgendwann vor Urzeiten mir das mal ein bisschen angeguckt, aber natürlich auch wieder eher vergessen. Ja, Läufer D2. Springer C6 vielleicht. Ja, das ist natürlich merkwürdig, weil hatte ich sowieso vor. So, gut, okay, das ist natürlich eine wirklich komische Abwicklung, die Weiß da wählt. Weil hier kann die eigentlich nur okay stehen. König steht gut auf E7. Und ich habe hier auch einen guten Springer. Er kann auch nicht gut lange rochieren wegen Springer F2. Tja, was machen wir jetzt? Läufer E6 vielleicht. Aber dann ist der schwieriger anzugreifen. Egal. Das bringt auch nichts, hier die Zeit zu überschreiten. Gut, kurz rochieren kann er jetzt unter Umständen. Vielleicht Turm D8. Nimmt das Feld weg und auf Rochade habe ich jetzt überlegt, vielleicht Springer D2, ob das eine Idee ist. Naja, ich mach's mal. Draw offered. Ja, das hast du wohl gerne hier, Remis. Obwohl es ungewöhnlich ist, mit 20 Punkten mehr. Da meinen die eigentlich immer, sie sind Check. die Könige der Welt. Gut, oh, das spiele ich natürlich weiter. Nicht, dass das jetzt irgendwie besonders toll wäre oder so, aber Check. gibt auch keinen Grund, jetzt Remis zu machen. So, er hängt nämlich ein bisschen an dem Bauern H2. So, naja, Turm E3 ist ja wahrscheinlich, er kann er hängt ja immer noch. So, er muss immer hier den komischen Bauern decken. Kann eigentlich nicht viel machen. So, vielleicht mal ein bisschen Raum gewinnen erstmal. Kann auch nirgendwo hinziehen, wirklich gut. König, wenn ich noch hier weiter nach vorne laufe, vielleicht schon. Aber erstmal gucken, was er hier macht. So, vielleicht habe ich die Idee C5, B4. Weil der Turm von H3, ja, da hat er auch schon irgendwie scheinbar irgendwie Respekt vor. So. Erstmal zurück. Einmal die Züge wiederholen. Um zu zeigen, wer hier auf Gewinn spielt. So, Frage ist, ob ich das überhaupt irgendwie berechtigt kann. Aber gut. So, jetzt kommt wahrscheinlich wieder König E4. Draw offered. Mein Gott. So, jetzt die Frage, König C5. Da hatte ich vor Turm D7 irgendwie Bedenken.
Aber wahrscheinlich ohne den Zug kommt man auch nicht weiter. C5 ist auch doof. Probiere ich mal. Ist zwar riskant mit weniger Zeit, aber habe keine Lust, hier Remis zu geben. Er hat ja jetzt auch nicht so super viele Züge. Wenn er im Turm jetzt passiv bleibt, dann mache ich König C4 B3 oder König C4 C5. Also ich meine, er muss hier eigentlich schon irgendwie rein. Dann gehe ich hier rein, ja. Turm D7, König C4, Turm C7, König B3. Bleibt passiv, das ist schlecht. Mit Sicherheit schlecht. So. So, jetzt B4. Kann er einmal neben Turm D4 spielen. Also latschen wir mal hier rein. Trotzdem muss man erstmal gucken, wie man jetzt hier weiterkommt. Mit dem simplen B4 wahrscheinlich nicht. Ich könnte noch weiter hier reinlaufen. Er kann ja nicht viel ziehen, ne? Komm. B4 hätte er spielen Time warning. können. Keine Ahnung. Ja, geh mal hier weiter. Mal gucken, wie er jetzt hier weiter zu spielen gedenkt. So. Weiter kommt man aber auch nicht. Muss ich zugeben. So, jetzt vielleicht B4 alles durchnehmen und dann Turm B3. Nebst Turm B2. Ja, komm. Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie noch günstiger haben können, aber bin schon froh, dass ich überhaupt drauf gekommen bin bei der wenigen Zeit. Ja, wahrscheinlich ist er jetzt gewonnen für Schwarz. Ja. Wahrscheinlich schon. Müsst ja eigentlich durchlaufen oder beide kriegen oder beides gleichzeitig. Check. 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 Jetzt reicht das nicht, ich brech zusammen, oder reicht's doch? Ist leider Remis, nicht zu fassen. Was für ein Blödsinn. Was macht der denn jetzt hier?
Check. Check. Checkmate. Wow. Wow. Mit 10 Hundertstel. Das war ja völlig, völlig wahnsinnig. Die Stellung ist einfach Remis. Er kann einfach König G6 spielen, bin ich jetzt doof. Nee, total Remis. Ich kann da gar nichts machen. Ja, unverständlich. Gut, ich musste eigentlich gewinnen, ne? Also das Turmenspiel, aber natürlich nichts mehr auf der Glocke, ne? Naja. Aber vorher war es ganz interessant, da war es viel zu passiv gespielt. Der musste schon früher hier diese Stellung aufgeben. Also irgendwie. Ich anfing hier reinzulaufen. Das kann er nicht zulassen. Das ist zu passiv.